Wunderbar, klasse, toll. Ja, hallo und willkommen im VIP-Raum der Crocodiles. Ich bin der Neue heute Abend, bin eingestiegen in die Pressekonferenz. Ihr kennt mich alle, ich laufe ja auch unten rum, aber für Nils Abraham in dieser Saison stehe ich jetzt hier und freue mich, die Pressekonferenz machen zu dürfen mit Gästen. Und als Gäste habe ich heute zu meiner Linken Norbert Pascha von den Harzer Falken. Schön, dass du da bist und schön, dass du hierher gekommen bist. Und zu meiner Rechten, den kennt ihr ja auch schon, unseren Trainer Herbert Hohenberger. Schön, dass du auch da bist. Gehen wir mal als erstes zu dir, lieber Norbert. Ja, wie hast du es heute Abend und heute Nachmittag gesehen hier in Farmsen? Was war los? Ja, schönen guten Abend. Ja, 6-0 ist ziemlich deutlich, wenn man das Spiel dann genauer betrachtet und bedenkt, wir waren mit 14 Mann heute hier. Zwischenzeitlich hat man noch eine 10-Minuten-Strafe, einer ist verletzt, fast sind noch 12 am Ende. Sicherlich ist das Spiel für Hamburg ganz gut gelaufen. Am Anfang 1-0, 2-0, Schubert, Kromer, rein, kann man so stehen lassen, ist okay. Ja, aber schon das Dritte, da machen wir schon wieder so einen Katastrophenfehler. Ich schalte es schon raus, wir bringen sie wieder in unser Drittel. Also noch einmal steht Hamburg 2-0 für ein Tor. Und dann führen sie 3-0. Und dann spielt man eigentlich ein sehr, sehr gutes zweites Drittel. Momentum, haben Scheiben zum Tor, da müssen wir uns belohnen. Ja, und das ist eigentlich typisch für uns. Wir spielen ein tolles zweites Drittel, aber verlieren das Ding 2-0. Und damit geht Hamburg mit 5-0 ins letzte Drittel und verwaltet dann toll. Und Glückwunsch nach Hamburg. Dankeschön, Norbert. Jetzt kommen wir zu unserem Trainer, Herbert. Du bist doch, denke ich mal, zufrieden, ne? Natürlich. Schönen guten Abend. Ist man mit einem 6-0 sehr zufrieden. Vor allem ist das erste Heimspiel. Es ist natürlich nicht immer einfach, das erste Spiel zu gewinnen vor heimischem Publikum. Der Trainer ist auch ein bisschen nervös gewesen, aber es hat sehr gut begonnen. Mit 3-0 war das relativ deutlich. Wie schon gesagt, das zweite Drittel war vom Gegner besser. Wir haben uns auf die Comfortzone ausruhen, schauen, was der Gegner macht, und eigentlich sollten wir eigentlich das nützen, besser zu werden. Sind es aber nicht. Und wenn du 3-0 führst und der Gegner auf einmal, also ich ein Timeout nehmen muss, damit wir wieder aufwachen, ist auch untypisch. Aber ich glaube, es hat die Jungs wieder aufgewacht, und das ist das dritte Mal um 2-0 für uns ausgegangen. Und deswegen ist, glaube ich, der Sieg geht ganz in Ordnung, aber ich bin jetzt glücklich für die Jungs, dass wir das hinter uns haben, das erste Heimspiel, was man gewonnen hat, und da kann der Mannschaft nur gratulieren. Dankeschön. Jetzt machen wir was Neues, was wir sonst in den letzten Jahren nicht gemacht haben. Das ist eine Pressekonferenz. Und jetzt darf die Presse mal ein, zwei Fragen stellen. Ist ja jemand von, oder es ist ja Presse hier. Hat jemand aus der Presse eine Frage? Da, schon überraschend. Ja. Wann kommen unsere verletzten Spieler zurück? Also Mitchell, Zurafleff, das sind ja schon Kreativspieler, die auch meiner Meinung nach heute ein bisschen gefehlt haben. Und wie sieht es da aus? Heute noch, also Hollmann auch noch verletzt, und ausgefallen Tillert. Beim Mitchell wird diese Woche mal der Gips runtergenommen und einmal kontrolliert, wie der Bruch aussieht. Beim Zurafleff schaut es so aus, dass er am Freitag einmal, glaube ich, aufs Eis gehen kann, locker, das Wochenende wird noch nichts. Hollmann müsste eigentlich wieder Mitte der Woche fit sein. Tillert hat seine Rippe gebrochen und der Bruch ist halt 4 bis 6 Wochen, das ist, wie es ist. Ja, müssen die Jungen in die Spresse springen und können Erfahrung sammeln. Und natürlich, wenn wir einen vollen Kader haben, sind wir natürlich offensiv kreativer, haben mehr Tiefe. Und ja, es ist, wie es ist. Es ist bei den anderen Mannschaften nichts anders. Die spielen mit 14 Leuten mit, da müssen sie einfach durch. Und es ist, wie es ist, wir können es nicht ändern, aber es ist absehbar, dass sie bald zurückkommen. Ich hoffe auch. Weitere Fragen aus der Presse? Ihr könnt alles fragen. Ist nicht schon alles. Ja, wahrscheinlich. Gut, keine Fragen von der Presse, aber wenn ich unseren Gast schon hier habe, dann möchte ich auch noch so ein, zwei Fragen stellen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir haben uns ja letzte Woche schon gesehen hier in Hamburg, wir haben uns diese Woche gesehen, ihr habt Freitag 1-8 verloren. Was ist da los bei euch? Also das ist, habt ihr so viele Verletzte oder warum produziert ihr im Moment nicht so die richtigen Ergebnisse? Warum gewinnt ihr nicht? Ach, das ist eine ziemlich brutale Frage. Ne?
Wir haben eine sehr junge Mannschaft und heute haben wir mit 4 Verteidigern gespielt. Davon sind 2 dabei, die wenig bis gar nicht Senioren-Eishockey gespielt. Und den jungen Spielern muss man natürlich eine Zeit geben. Ne? Die Ergebnisse, die sind natürlich brutal, aber wir müssen nach vorne schauen, wir müssen analysieren, wir müssen den Spielern zeigen, das und das müsst ihr besser machen und dann denken wir davon, Spiel zu spielen. Also wir drücken auf alle Fälle die Daumen, dass ihr aus diesem Tal wieder herauskommt. Was mich jetzt nochmal interessieren würde bei dir, die Auszeit hast du ja eben schon angesprochen, die du genommen hast. Was hast du denn deinen Spielern da gesagt? Magst du uns das verraten? Ja, damit sie wieder natürlich, weil wir haben jetzt dann Zug statt wieder Gegner, wenn man zum Spiel anfahren hat. Und das akzeptiere ich nicht, dass man einfach, wenn man 1-0 führt, sich einfach dann hinsetzt und schaut. Ich möchte haben, dass wir uns von Spiel zu Spiel besser werden. Und das sind wir aber nicht gewesen. Deswegen habe ich müssen auch Einwand nehmen und dass wir wieder zu den Basics kommen, Körper spielen, mehr Mann sein, einfach spielen. Ja, dass sie wieder aufwachen. Dann ist es wieder gegangen. Norbert, was sind eure Ziele in dieser Saison, wenn alles gut läuft, wenn alle Verletzten wieder da sind? Naja, jetzt springe ich mal auf deine Frage von eben gerade auf. Erstmal ist unser nächstes Ziel, das war ein Eishockey-Ergebnis für uns gestalten. Okay, klasse. Was ist euer nächster Gegner? Erfurt, in Erfurt spielen wir. Dann drücken wir euch ganz, ganz fest die Daumen, dass ihr in Erfurt punktet und dass die Mannschaft gesund bleibt. Und wir sehen uns ja nochmal in dieser Saison, da freuen wir uns drauf. Ne? Alles klar, gut. Ja, unseren nächsten Gegner kennen wir, kommenden Freitag, ist Rostock. Die Piranhas, du hast ja schon Erfahrung mit Rostock, 2 haben wir ja schon gegen Rostock gespielt. Wie stellst du deine Spieler ein für Freitag? Ja, auf Sieg. Jetzt werden wir 2 Tage abschalten. Also morgen sind wir frei, dann schauen wir, was Dienstag ist. Vielleicht nur ein leichtes Training, weil die Jungs brauchen doch ein bisschen Erholung. Und dann werden wir schauen, wer der Gegner ist. Aber ich konzentriere mich nicht so auf den Gegner, sondern eher auf unsere Mannschaft. Und dass wir besser werden und so ist der Gegner und uns die Gedanken machen. Nicht wir mein Gegner. Gut, dann bedanke ich mich bei beiden Herren, ganz ehrlich. Angenehme Heimreise, kommt gesund heim und weiterhin toi toi toi. Vielen Dank, lieber Norbert. Dankeschön. Auch für dich, vielen Dank. Und dann sehen wir uns wieder, kommenden Freitag, 20 Uhr, hier im Eisland Farmsen, wenn es aufgeht, gegen die Rostock Piranhas. Dankeschön und einen schönen Restsonntag für alle Beteiligten. Und tschüss.